85 Millionen Jahre vor unserer Zeit. Dinosaurier beherrschen die Erde. Viel Land gibt es allerdings nicht, da der Planet überwiegend von Wasser bedeckt ist. Unter dem Meeresspiegel liegt eine Welt, die weitaus gefährlicher ist als die darüber. Hier ist eines der grausamsten Raubtiere der damaligen Zeit zu Hause. Der Mosasaurus war der gefährlichste Meeresbewohner von allen. 14 Meter lang, also so groß wie ein Reisebus. In einer Werkstatt lässt man den Mosasaurier wieder auferstehen, um hinter das Geheimnis seiner Tötungstechnik zu kommen. Dies ist der Mosasaurier, einer der gefährlichsten Giganten der Urzeit. Das ist die Heimat des Mosasaurus. Zumindest war sie es. Vor 85 Millionen Jahren lag hier das große westliche Binnenmeer. Mike Everhart ist einer der weltweit führenden Experten für Mosasaurier. Bis zum Horizont und darüber hinaus war Wasser, nichts als endloses Wasser. Da das Klima in der Oberkreidezeit wärmer ist als heute, gibt es keine Eiskappen an den Polen. Der Meeresspiegel liegt so hoch, dass rund 80% des Planeten aus Ozeanen bestehen. Die Mitte Nordamerikas war komplett mit Wasser bedeckt, vom Golf von Mexiko bis zum nördlichen Polarkreis. Der Boden dieses Meeres, heute bekannt als die Kreideformation von Kansas, entstand durch Milliarden von Nanofossilien. Planktonschalen, die auf den Meeresboden sanken und zu Sediment wurden. Was wir hier sehen, ist das, was sich über Jahrtausende auf dem Grund des westlichen Binnenmeeres abgelagert hat. Wenn man von 2,5 Zentimetern Wachstum in 700 Jahren ausgeht, kommt man auf unzählige Milliarden versteinerter Tierchen. In der Kreide finden sich riesige Fossilien von Mosasauriern. In den späten 1830er Jahren werden die ersten Mosasaurierknochen in Nordamerika entdeckt. Hier beginnt das Rätsel um das seltsame Geschöpf. Die Wissenschaft kann es nicht einordnen. Erste Mutmaßungen gibt es, als ein riesiger Schädel nahe dem niederländischen Fluss Maas gefunden wird. Anfangs hielt man es für einen versteinerten Wal, dann für ein Krokodil oder eine Riesenechse. Man sprach sogar von einem Drachen aus dem Mittelalter. Ein französischer Paläontologe taufte ihn schließlich Mosasaurus, also Echse von der Maas. Die Geschichte ihrer Namensgebung ist ziemlich interessant. 1780 fanden holländische Arbeiter in einem Kreidebergwerk in der Nähe von Maastricht den 1,20 Meter langen Schädel eines sehr seltsam aussehenden Tieres. Ein dort ansässiger Arzt hörte davon, kaufte das Fossil und ließ es untersuchen. Es kam zu einer Debatte über die Herkunft dieser Kreatur. Man muss bedenken, dass die ersten Dinosaurier erst 50 Jahre später entdeckt wurden. Die Idee, dass es einmal Tiere gab, die inzwischen ausgestorben sind, war noch nicht sehr verbreitet. Echte Paläontologen gab es 1780 nicht, nur Ärzte und Naturforscher. Zunächst hielt man es für den Kiefer eines Wals oder eines Krokodils. Als der Besitzer des Bergwerks von dem Fund erfuhr, erhob er Anspruch auf das Fossil. Schließlich war es auf seinem Grundstück gefunden worden. Der Arzt sah das anders. Er zog vor Gericht, bekam Recht und stellte es zu Hause gegen Eintritt aus. 1795, als die französische Armee einmarschierte, um Holland zu befreien, wurde ihr der Weg durch eine Festung blockiert.
In der dazugehörigen Stadt befanden sich auch die Saurierüberreste. Als die Artillerie das Bollwerk in Schutt und Asche legte, stellte der Besitzer des Fossils fest, dass sein Haus direkt daneben verschont geblieben war. Er ließ die Überreste verstecken. Wie er das anstellte, ist unklar. Entweder hat er sie in die Katakomben unter der Stadt bringen oder ein Geheimzimmer bauen lassen. Wie auch immer, als die französische Armee in die Stadt kam, hatte der zuständige General den Auftrag, das Fossil an sich zu nehmen. Er befahl seinen Männern, die Stadt danach abzusuchen. Die Soldaten waren müde von der Schlacht und nahmen den Befehl nicht besonders ernst. Nach ein paar Stunden kamen sie zurück und sagten, sie hätten nichts gefunden. Daraufhin setzte der General eine Belohnung von 600 Flaschen Wein aus. 6 Stunden später tauchten sie plötzlich damit auf. Das Skelett wurde nach Paris gebracht und Mosasaurus getauft, was so viel bedeutet wie Reptil von der Mars. Nach einem Abgleich des amerikanischen Knochenfundes mit dem Skelett von der Mars steht fest, dass es sich in beiden Fällen um einen Mosasaurier handelt. In den kommenden 80 Jahren machen Wissenschaftler sich ernsthaft auf die Suche nach Dinosaurierfossilien und erkennen ein Muster. Überall auf der Welt finden sie Mosasaurierknochen. Das lässt nur einen Schluss zu. Kein anderes Raubtier hat die Erde derart beherrscht wie der Mosasaurus. Dieses Tier wog 8 Tonnen und hätte einen ausgewachsenen Menschen mit einem Biss verschlingen können. Die Wissenschaftler erkannten, dass Mosasaurier auf der Erde keine natürlichen Feinde hatten. Erst eine kosmische Katastrophe setzte ihrer Herrschaft ein Ende. Bei der Untersuchung der Evolution des Mosasauriers machen die Forscher eine überraschende Entdeckung. Das größte Raubtier der Meere lebte ursprünglich an Land. Zu Beginn war es nur eine kleine Echse. Wie daraus der riesige Mosasaurus wurde, bleibt ein Rätsel. Bis der Fossilienjäger Van Turner 1989 Teile eines sehr ungewöhnlichen Skeletts findet. Turner bringt seinen Fund zu dem Paläontologen Mike Paulson. Als Van die Überreste des Dallasaurus fand, war ihm klar, dass es sich um eine Art Mosasaurier handelte. Die Knochen des nach seinem Fundort benannten Dallasaurus wurden von den Forschern zusammengefügt und am Computer rekonstruiert. Der Dallasaurus ist das fehlende Bindeglied zwischen dem Mosasaurier und der kleinen landlebenden Echse, auf die er zurückgeht. Der ständigen Bedrohung durch die ungleich größeren Dinosaurier ausgesetzt, fliehen die sogenannten Aigialosaurier ins Meer. 3 Millionen Jahre später entwickeln sie sich zum Dallasaurus. Zwischen ihren Zehen bilden sich Schwimmhäute aus. Für ein Leben an Land sind sie ungeeignet. Innerhalb von 6 Millionen Jahren wird aus der knapp 90 Zentimeter langen Echse der Mosasaurier mit bis zu 14 Metern Länge. Die Geschichte des Mosasaurus zeigt, dass sich auch in der Evolution alles um das richtige Timing dreht. Der Temperaturanstieg und die flachen Meere sorgen für ein reichhaltiges Nahrungsangebot. Perfekt, um ins Wasser zu flüchten. Doch auch für Mosasaurier kann das Meer tödliche Gefahren bergen. Konkurrenz gibt es überall. Die damaligen Meeresbewohner wären uns heute sehr merkwürdig vorgekommen. Jedes Tier hatte Unmengen von Zähnen und schien einzig fürs Töten gemacht zu sein. Wie etwa der Xiphactinus, ein Knochenfisch, dessen Kiefer mit langen konischen Fangzähnen ausgestattet war.
Die Plesiosaurier sind Meeresreptilien und über 100 Millionen Jahre unangefochtene Herrscher der Meere. Es gibt sie in zwei tödlichen Varianten. Der eine ist besonders schnell und wendig. Der andere ein solcher Koloss, dass es niemand mit ihm aufzunehmen wagt. Nicht zu vergessen natürlich die Haie. Sie gibt es schon 100 Millionen Jahre vor den Dinosauriern auf der Welt. Das ist der Zahn eines großen Hais, der zur selben Zeit wie der Mosasaurier im Ozean lebte, der sogenannte Ginsu-Hai. Scharf wie ein japanisches Messer. Der Ginsu-Hai ist riesig. Mit einer Länge von bis zu 7 Metern stellt er jeden weißen Hai in den Schatten. Er konnte Knochen einfach durchbeißen. Wir haben Stücke von Mosasauriern gefunden, die abgebissen, teilweise verdaut und dann wieder ausgespuckt wurden. Um zu überleben, musste der Mosasaurus den Lebensraum wechseln und sich einen Platz am oberen Ende der Nahrungskette suchen. Aber wie konnte aus diesem Geschöpf ein solcher Killer werden? Und hoch! Captain, auf der Backbordseite. Er kommt zurück. Wir Menschen hatten Glück. Den Mosasaurus haben wir verpasst. Vor 95 Millionen Jahren war eine kleine Echse gezwungen, ins Meer abzutauchen. Sechs Millionen Jahre später ist aus ihr eines der erfolgreichsten Raubtiere aller Zeiten geworden. Doch was machte den Mosasaurier zu einer so großen Bedrohung? Über Millionen von Jahren entwickelte er sich zur perfekten Tötungsmaschine. Schritt 1 auf dem Weg zum ultimativen Raubtier: die Atmung. Wie ein Wal kann der Mosasaurier lange Zeit unter Wasser bleiben. Irgendwann muss allerdings selbst er auftauchen, um Luft zu holen. Außerdem muss er fressen. Fische sind nicht nur nahrhaft, sondern auch schwer zu fangen. Um sie zu kriegen, muss sich der Mosasaurier zu einem geschickten Jäger entwickeln. Eine wichtige Rolle spielt in diesem Zusammenhang das Gehör. Um unter Wasser Beutetiere zu orten, muss es entsprechend gut entwickelt sein. Das Ohr des Mosasauriers passt sich dem neuen Lebensraum an und ist in der Lage, Geräusche 38-fach zu verstärken. Dem Paläontologen Dr. James Lamb ist es gelungen, den Hörmechanismus des Mosasauriers zu rekonstruieren. Das kleine Stück passt in diese Vertiefung und bewegt sich vor und zurück. Das andere gehört hierhin. Eine kleine Bewegung des ersten Stücks erzeugt eine große beim zweiten. Ein ausgeklügeltes System für die Schallübertragung im Wasser. Auch wenn die Ortung der Beute dadurch erleichtert wird, sie zu erwischen bleibt trotzdem schwierig, vor allem wenn das Wasser trüb ist.
Hier war der ausgeprägte Geruchssinn von Vorteil, den der Mosasaurier von seinen landlebenden Vorfahren geerbt hatte. Die Zunge eines Mosasaurus glich der eines Warans. Dank der gespaltenen Zunge kann das Tier gleichzeitig in zwei Richtungen riechen. Das ist Riechen in Stereo. Wenn Warane unter Wasser jagen, strecken sie ihre Zunge heraus, um ihre Beute zu riechen und um auf der Hut zu sein, falls ein anderes Tier auftaucht, das ihnen die Beute abjagen will. Er nutzt alle Sinne, um sein Opfer zu orten. Augen, Gehör. Der Geruchssinn ist ausgeprägter als sein Sehsinn. Dieser Varan ist so aufgeregt, dass er beim Jagen Speichel absondert. An den Seiten seines Mauls kann man das ziemlich gut erkennen. Warane und ihre Vorfahren jagen seit 200 Millionen Jahren auf diese Art. Der Mosasaurier dürfte dasselbe getan haben. Noch etwas erleichterte dem Mosasaurier die Jagd. Sonar. Den letzten Puzzlestein liefern diese Nerven, die seitlich des Oberkiefers verlaufen und sich hier in der Schnauze konzentrieren. Damit lässt sich die Druckwelle orten, die vom Beutetier ausgeht. Dank dieses Systems konnten die Mosasaurier ähnlich jagen, wie es heute die Orcas per Echolotung tun. All diese Anpassungen vergrößern die Chancen des Mosasaurus, seine Beute aufzuspüren. Jetzt muss er sie nur noch fangen. Dafür muss er allerdings eine enorme Geschwindigkeit erreichen. Wie schafft das eine Kreatur, die 8 Tonnen schwer und 14 Meter lang ist? Dieser Alligator zeigt, was dafür nötig ist: ein kräftiger Schwanz. Alligatoren und Krokodile haben einen langen, seitlich abgeflachten Schwanz, ähnlich wie der Mosasaurier. Die peitschenartigen Bewegungen, die sie damit ausführen, bringen sie schnell voran. Was einem sofort auffällt, ist die Länge des Schwanzes. Die echsenartige Gestalt des Mosasauriers blieb unverändert, bis auf den Schwanz. Anfangs rund und schlangenartig, verwandelte er sich mit der Zeit in ein flaches, hohes Paddel. Die Schwanzwirbel haben knöcherne Verstärkungen, die ihm das Schwimmen erleichtern. Wissenschaftler gehen davon aus, dass der Mosasaurus es auf eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 50 Stundenkilometern bringen konnte. Der peitschenartige Schwanz eignet sich allerdings besser für schnelle Beschleunigungen als für lange Verfolgungsjagden. Fische schwimmen nicht nur schnell, sondern auch weit. Erwischen kann der Mosasaurus sie nur, wenn er schnell zuschlägt. Das heißt, dass er seinen riesigen Körper irgendwie verbergen und seine Beute aus dem Hinterhalt angreifen muss. Man muss sich das so vorstellen. Das Tier liegt auf dem Grund und wartet darauf, dass etwas nah genug vorbeischwimmt, um blitzschnell zuschlagen zu können. Wenn der Überraschungsangriff gelingen soll, muss der Mosasaurier außerdem noch wendig sein. Die paddelförmigen Flossen braucht er zum Steuern. Dank der kurzen, kräftigen Flossen ist die Echse trotz ihrer Länge extrem wendig. Wie bei den Klappen eines Flugzeugflügels lässt sich mit ihnen die Richtung beeinflussen. Um unter Wasser überleben zu können, musste der Mosasaurier eine seiner früheren Eigenschaften komplett ablegen: die Empfindlichkeit seines Innenohrs. Das Innenohr steuert, wie bei jedem Lebewesen, das Gleichgewicht. Für landlebende Raubtiere ist der Gleichgewichtssinn überlebenswichtig. Wenn sie stolpern, kann ihre Beute entkommen.
Im Wasser bewegen sich Tiere allerdings in jede Richtung, wie ein Kreisel. Ein empfindliches Innenohr kann da schnell zu Schwindel und Orientierungslosigkeit führen. Über die Jahrtausende wird das Innenohr des Mosasauriers immer unempfindlicher. So kann er schnelle Drehbewegungen ausführen, ohne dass ihm schwindelig oder übel wird. Durch ständige Verfeinerung wird aus einer kleinen landlebenden Echse das gefährlichste Meeresraubtier seiner Zeit. Der Mosasaurus hat eine glänzende Technik entwickelt, um seine Beute aufzuspüren, zu jagen und zu fangen. Noch beeindruckender ist allerdings seine Art zu fressen. Der Mosasaurier hat durchaus Konkurrenz. Haie gibt es schon Millionen Jahre vor ihm. Der Urzeithai ist ebenso gefährlich wie zäh. Er legt riesige Entfernungen zurück und kann seinen Gegner buchstäblich in Stücke reißen. Haie gibt es bereits 250 Millionen Jahre, bevor der Mosasaurier in Erscheinung tritt. Der gefährlichste Vertreter seiner Art ist der sogenannte Ginsu-Hai. Der Ginsu sah fast aus wie ein weißer Hai. Mit 7,5 Metern ist der Ginsu-Hai allerdings gut 3 Meter länger als sein heutiger Vertreter. Wo Mosasaurus und Ginsu-Hai im selben Gewässer jagen, steht eines fest. Hier fließt Blut. Es kam ziemlich oft zu Auseinandersetzungen, wenn große Haie und Mosasaurier aufeinandertrafen. Anfangs zog der Mosasaurus meist den Kürzeren. Es gibt konkrete Beweise für Haiattacken auf Mosasaurier. Diese Bissspuren sind eindeutig. Hier hat ein Hai angegriffen. Die Haie haben sie regelrecht zerstückelt. Wir finden immer wieder Zähne und durchtrennte Knochen. Ein ausgewachsener Mosasaurier kann es durchaus mit einem Ginsu-Hai aufnehmen. Es sei denn, er ist geschwächt. Die Haie hielten sich vor allem an Tiere, die jung, verletzt oder krank waren. Solange er noch nicht ausgewachsen ist, ist der Mosasaurus für den Ginsu-Hai eine willkommene Beute. Über Jahre machten Wissenschaftler immer wieder seltsame Fossilfunde. Mosasaurierkiefer ohne Zähne oder Schädel- und Knochenteile, die aussahen, als wären sie verätzt. Woher diese Überreste stammten, blieb lange Zeit ein Rätsel. Bis man schließlich die Lösung fand. Haikotze. Wenn die Haie einen kleinen Mosasaurier getötet und gefressen hatten, wirkten sie Zähne und einen Teil der Knochen wieder aus. Das sind die Überreste eines Mosasaurus, der von einem Hai gefressen wurde. Ginsu-Haie waren auf Mosasaurier aus, die krank oder verletzt waren. Sobald sie ein geschwächtes Tier aufspürten, begannen sie es einzukreisen. Für viele Haiarten typisch ist der sogenannte Fressrausch. Ausgelöst wird er, sobald sie Blut im Wasser riechen. Als der Mosasaurier im Verlauf seiner Evolution immer größer wurde, drehte sich das Kräfteverhältnis um. Plötzlich stand der Ginsu-Hai auf seiner Speisekarte. Ein Hai schwimmt herum und hat es auf einen Schwarm Fische oder etwas anderes abgesehen. Da taucht urplötzlich ein Mosasaurier auf, packt ihn und verschlingt ihn fast am Stück. Musik
Wissenschaftler vermuten, dass ein Mosasaurier sogar einen ganzen Schwarm von Haien in die Flucht schlagen und ihm so seine Beute abjagen konnte. Da er nicht mit den Fähigkeiten des Mosasauriers mithalten konnte, war die Ära des Ginsu-Hais vorbei. 15 Millionen Jahre hatte er die Meere beherrscht, um in nur 5 Millionen Jahren vom Mosasaurus verdrängt zu werden. Ohne Rückzugsort und seiner Beute beraubt, stirbt der Urhai aus. Doch auch jetzt ist der Mosasaurier nicht das einzige Raubtier dieser Größenordnung. Es gibt einen weiteren, mindestens ebenso gefährlichen Widersacher. Den Plesiosaurier. Die Körperform des kurzhalsigen Plesiosauriers ähnelt der eines Delfins. Er misst etwa 4,5 Meter und verfügt über einen Schnabel mit nadelscharfen Zähnen. Der Rumpf des langhalsigen Plesiosauriers ist so groß wie der eines Elefanten. Der Hals wiegt allein 2 Tonnen und ist 7,5 Meter lang. Seine enorme Größe macht dieses Tier nahezu unverwundbar. Der Mosasaurier hat es mit 2 ernstzunehmenden Gegnern zu tun, die ganz unterschiedlich jagen. Der kurzhalsige Plesiosaurier setzt auf Tempo. Sie jagen den Fisch mit Hochgeschwindigkeit. Die Langhalsigen haben eine Geheimwaffe. Sie sind die Tarnkappenjäger der Kreidezeit. Ihr Hals ist deutlich länger als der Rest des Körpers. Optimal für einen Überraschungsangriff. Der Kopf ist schon da, bevor die Fische überhaupt etwas bemerkt haben. Der Mosasaurier entwickelt Fähigkeiten, um es mit beiden dieser Feinde aufnehmen zu können. Die kurzhalsigen Plesiosaurier sind schnell, aber nicht schnell genug. Bei den langhalsigen Plesiosauriern reicht meist schon ihre Größe, um Angreifer abzuschrecken. Die einstige Stärke des langhalsigen Räubers erweist sich jedoch bald als Schwäche. Der Mosasaurier greift ihn an seiner verwundbarsten Stelle an. Leichtes Spiel hat er trotzdem nicht. Der Hals des Plesiosauriers wiegt 2 Tonnen und wird von stahlharten Bändern, Knochen und Muskeln zusammengehalten. Doch der Mosasaurus hat genug Beißkraft, um selbst diesen Panzer zu knacken. Vom Aussterben bedroht, ändern die Plesiosaurier ihre Jagdstrategie. Um neben dem übermächtigen Gegner bestehen zu können, wandern sie in Meere ab, in denen es nur wenige Mosasaurier gibt. Mosasaurier sind die erfolgreichsten Meeresraubtiere, die es je gab. Innerhalb von 5 Millionen Jahren haben sie jeden natürlichen Feind einfach vernichtet. Sie sind die Herrscher der Meere. Doch Erfolg macht einsam. Wie viele Top-Räuber sind Mosasaurier Einzelgänger. Sie treffen einander nur, um sich fortzupflanzen. Ihr Paarungsverhalten dürfte dem der heutigen Warane geglichen haben. Üblicherweise versucht das Männchen, das Weibchen nach der Paarung aus seinem Territorium zu vertreiben. Oft macht es dem Weibchen mit einem Biss klar, dass es Zeit für den Abschied ist. Aggressiv verhalten sich die Tiere allerdings nicht nur während der Balzzeit. Die Herrschaft der Mosasaurier ist blutig. Fossilfunde beweisen, dass sie einander töteten, aber nicht unbedingt fraßen. Nachdem die externe Konkurrenz beseitigt ist, wendet sich der Mosasaurier gegen seine Artgenossen.
Sein Wille zu töten scheint unaufhaltsam. Und wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Dieses Tier kaut nicht, es schluckt die Beute am Stück. Die Jagdstrategie des Mosasauriers ist extrem effizient. Sie konnten große Beutetiere verschlingen, die ohne großen Aufwand viel Energie lieferten. So wurden sie schnell zum Raubtier Nummer 1. Der größte Pluspunkt war ihr Schädel. Einmal in der Falle gab es kein Zurück. Die Zähne sind zum Töten der Beute da, nicht zum Kauen. Der Mosasaurier schluckte immer möglichst große Stücke, ziemlich schlechte Tischmanieren. Komodowarane machen es heute genauso. Sie schnappen sich ein Ziegenbein und versuchen es im Ganzen zu schlucken. Da sie an Land leben, können sie den Teil des Beins, der herausragt, gegen den Boden pressen und ihn so in den Schlund drücken. Der Mosasaurier hatte stattdessen eine Art Fließband aus Zähnen, um die Beute die Kehle hinunter zu befördern. Natürlich kann man sich Mosasaurier-Fossilien ansehen oder Schädel, die ähnlich aufgebaut sind. Manche Dinge begreift man aber erst durch ein Modell. Mithilfe einer Special-Effects-Firma aus Hollywood fertigt James Lamb einen lebensgroßen Mosasaurier-Schädel an, samt zweier Kiefer aus Stahl. Statt durch Muskeln und Bänder werden sie mit Luftdruck betrieben. Alles aus Stahl, cool. Wir haben drei pneumatische Anlagen, die von zwei Leuten bedient werden. Es geht um drei Grundbewegungen: Öffnen und Schließen des Kiefers, vor und zurück und das Flügelbein vom Gaumendach lösen. Am Gaumendach befindet sich eine Geheimwaffe, die kein anderer Meeresräuber besitzt. Ein zweites, eigenständiges Gebiss. Ein extrem funktionales Fresswerkzeug. Es sorgt dafür, dass die Beute in den Schlund befördert wird und hält sie fest, wenn er das Maul für den nächsten Biss öffnet. Das Modell zeigt, wie die separaten Kiefer des Mosasauriers funktionierten. Erst kam der Biss. Dann rasteten die Kiefer ein. Die Zahnreihen am Gaumendach erledigten den Rest. Test Nummer 1 soll zeigen, was der Mosasaurier mit einem Beutetier anstellt, das das Pech hat, in seine Fänge zu geraten. Der Biss eines Mosasauriers war enorm. Dieses Stück Schaumstoff ist in etwa so dick wie ein mittelgroßer Hai oder der Hals eines Plesiosauriers. Wir legen es seitlich ins Maul und sehen, was passiert. Ich würde mal sagen, Genickbruch. Ich bin ziemlich sicher, dass schon der erste Biss tödlich war. Diesen Kiefern dürfte kein Hals standgehalten haben. Test Nummer 2 untersucht das Fassungsvermögen. Genauer gesagt, wenn dieser Mosasaurier zubeißt, welche Menge passt dann in sein Maul? Wir haben 10x10 cm große Quadrate aufgemalt, um zu sehen, wie viel bei jedem Biss in den Schlund gezogen wird. Pro Biss vertilgt das Stahlmodell problemlos 1,20 Meter Ersatzfleisch. Für ein 6 Meter langes Tier bräuchte der Mosasaurier also gerade mal 5 Bisse. Für einen Menschen kaum mehr als einen. Die Größe des Bisses ist aber noch nicht alles. Die Zähne sind die reinsten Fleischerhaken. Zur Demonstration verwendet James Lamb ein Stück ballistischer Gelatine,
deren Konsistenz dem Fleisch eines Menschen ähnelt. Wenn man ein Stück Fleisch hineinlegt, kriegt man es nicht mehr raus. Die Zähne packen es wie ein Angelhaken. Ich versuche, das mal hier drauf zu setzen. Entkommen kann man so nicht. Die einzige Richtung, in die es geht, ist die, in die man ganz bestimmt nicht will. Mal sehen, was passiert. Das lässt wohl keinen Zweifel daran, dass man sich in der späten Kreidezeit besser nicht im Meer herumtrieb. Wie man sieht, haben die Zähne unseren Pseudo-Fleischbrocken durchschnitten, als wäre er aus Butter. Kein schönes Ende. Der einzige Trost ist, dass der Schock so groß gewesen sein dürfte, dass das Opfer vermutlich kaum etwas gespürt hat. Der letzte Test simuliert den Fressvorgang mit echter Beute. Fisch Nummer 1 hängt sofort an den widerhakenähnlichen Zähnen fest. Ein Fisch nach dem anderen wandert auf diese Weise in seinen Schlund. In 20 Sekunden vertilgt der Mosasaurier 250 Kilo Fisch. Wie er das macht? Er hält sich nicht damit auf, sie zu kauen. Eine Blutwolke und ein paar Schuppen. Mehr ist danach nicht übrig. Zum Nachtisch gibt es etwas, das niemals auf dem Speiseplan eines Mosasauriers stand. Ich würde mal sagen, ein Ergebnis, das überzeugt. Die Erfolgsgeschichte des Mosasaurus ist schwerlich zu toppen. Aus einer 90 cm langen Echse wurde der Meeresräuber schlechthin. Er hatte es an die Spitze der Nahrungskette geschafft. Und doch musste er diesen Platz irgendwann räumen. Das hier ist der paläontologische Tatort eines ungeklärten Verbrechens. Fossilienfunde beweisen, dass selbst diese riesigen Reptilien angegriffen wurden. Das ist eine verheilte Bisswunde. Sie ist leicht erhöht. Auch um die zweite punktuelle Wunde hat sich neues Knochengewebe gebildet. Der Schädel hat zwei Schrammen, die das Tier vermutlich schnell getötet haben. Welche Kreatur nimmt es bloß mit dem mächtigsten Raubtier der Meere auf? Wenn man den Abdruck mit dem Kiefer eines größeren Mosasauriers vergleicht, sieht man, dass die Zähne perfekt in diese Löcher passen. Das leuchtet ein. Das Einzige, was einem Mosasaurier gefährlich werden konnte, waren seine Artgenossen. Experten nehmen an, dass Mosasaurier sich bei Machtkämpfen in Schnauze und Kopf bissen. Ähnliches lässt sich heute bei Leistenkrokodilen beobachten. Die Männchen verteidigen so die Brut oder ihr Territorium. Der Kampf zweier Mosasaurier gleicht einem bizarren Unterwasserballett. Sobald feststeht, wer der Stärkere ist, räumt der andere das Feld. Rangstreitigkeiten dieser Art sind in der Tierwelt weit verbreitet. Im Zuge ihrer Forschung machen die Wissenschaftler jedoch eine erschreckende Entdeckung.
Oft wurden Widersacher nicht nur in die Flucht geschlagen, sondern regelrecht massakriert. Fossilfunde beweisen, dass sie einander töteten, es dabei aber nicht ums Fressen ging. Der Kampf, der zu diesen Verletzungen geführt hat, ging nach Everhards Meinung tödlich aus. Er ist überzeugt, dass der dominante Mosasaurier den Schädel seines Gegners direkt attackierte. Durch die seitliche Drehung des Kopfes haben die Zähne sehr tiefe Spuren hinterlassen. Dem Opfer wurde nicht nur der Schädel eingedrückt, offenbar wurde ihm anschließend auch noch das Genick gebrochen. Als wir ihn fanden, lag der Hals in einem 45-Grad-Winkel zum Schädel. Er dürfte gleich an der Hirnschale gebrochen sein. Nicht einmal weiße Haie oder Leistenkrokodile töten ihre Artgenossen absichtlich. Sie töteten nicht bloß, um sich zu ernähren. In diesem Punkt verhielten sich Mosasaurier definitiv anders als die meisten Tierarten. Für das spätere Aussterben des Mosasaurus scheint dieses Verhalten jedoch nicht verantwortlich zu sein. Tatsächlich nahm ihre Population sogar zu. Bei jeder Konkurrenz ging die Evolution des Mosasauriers immer weiter. Neue Arten entstanden. Es gibt mehr als 50. Auf der Suche nach Beute zog es sie vermehrt in Süßwasserregionen wie Sümpfe, Meeresarme und Flüsse. Nichts auf dieser Welt hätte den Megasaurier aufhalten können. Dazu brauchte es schon etwas mehr. Genauer gesagt, einen Meteoriten mit einem Durchmesser von knapp 10 Kilometern. Erst als dieser vor 65 Millionen Jahren auf der Erde einschlug, war die Herrschaft des Mosasaurus beendet. Um so viel Energie freizusetzen, müsste man sämtliche Atomwaffen der Erde mal 1000 nehmen und auf einmal zünden. Die enorme Druckwelle dieser gewaltigen Explosion löst Erdbeben, Vulkanausbrüche und riesige Tsunamiwellen aus. Eine Wolke aus heißem Staub und pulverisiertem Gestein füllt die Atmosphäre und schirmt über Monate das Sonnenlicht ab. Die Auswirkungen auf die Nahrungskette sind verheerend. 75% aller Lebewesen auf der Erde werden ausgelöscht. Da es kaum noch Nahrung für ihn gibt, sind die Tage des Mosasauriers gezählt. Am Ende der Kreidezeit kam es zu einem Massenaussterben. 75% aller Lebewesen verschwanden von der Erde, darunter auch die Dinosaurier. Es gibt unzählige Theorien über den Grund dieses Massenaussterbens, aber nur eine, die nahezu alle Vorkommnisse erklärt. Nämlich die, dass ein sehr großer Meteorit auf der Erde eingeschlagen ist und die dabei freigesetzte Energie das Aussterben verursacht hat. Am besten lassen sich die Auswirkungen des Ganzen, wer überlebt, wer stirbt aus, mit Hilfe der sogenannten Nahrungspyramide erklären. An der Basis dieser Pyramide befinden sich die Pflanzen, also der größte Teil der Biomasse. Der Top-Räuber steht ganz oben. Im Ozean der Kreidezeit besteht die Basis aus mikroskopisch kleinen, einzelligen Algen. An der Spitze steht der Mosasaurus. Wenn plötzlich über die Hälfte des unteren Teils wegbricht, stürzt die Pyramide ein. Übrig bleiben Teile des Sockels und der mittleren Ebene. Die Top-Räuber verschwinden als Erste. Es sieht so aus, als wäre genau das am Ende der Kreidezeit passiert. Dieses verheerende Ereignis hat den Weg geebnet für die Entwicklung der Säugetiere, einschließlich des Menschen. Doch was wäre passiert, wenn der Komet die Erde verfehlt hätte? Wie würde unsere Welt heute aussehen?
Es gäbe weder Wale, Delfine, Tümmler, noch Robben oder Seelöwen. Die Meere und jeder Fisch darin würden den Mosasauriern gehören. Fischer hätten nur sehr wenig zu fangen, vorausgesetzt es gäbe überhaupt Menschen auf der Erde. Mit derart grausamen, immer hungrigen Meerestieren würde man sicher nicht gern konkurrieren. Eine faszinierende und zugleich erschreckende Vorstellung, wenn diese riesigen Geschöpfe überlebt hätten. Wenn sie noch immer die Meere kontrollieren würden, lang wie ein Reisebus, mit Kiefern so groß wie die eines T-Rex und immer hungrig vor der Küste lauernd.